Buongiorno Skillati, wir machen heute wieder ein traditionelles italienisches Rezept mit grünem Spargel. Es ist eigentlich ziemlich einfach zu machen. Wir machen Crespelle, das ist das italienische für Pfannkuchen, gefüllt mit Spargel. Wir fangen mit dem Teig, das ist super Basic Teig für Pfannkuchen und Crepe. Und zwar mit 3 Eier, 500 ml Milch, 250 Gramm Mehl. Es soll nicht super dickflüssig sein, die Crepe müssen dünn sein, damit sie sehr gut rollen können. Also nicht diese dicke Pancake American Style, sonst mehr eine französische Crepe. Nach den Eier und Milch zusammengerührt sind, kommt nachhinein das Mehl. Immer schön rühren, damit keine Klümpchen kommen. Noch etwas Salz. Noch einmal kräftig rühren und danach eine halbe Stunde ruhen lassen. Während sich der Teig ausruht, müssen wir zwei Sachen machen. Eine ist Bechamel kochen. Wir brauchen ungefähr 200 ml Bechamel. Und das andere ist, den Spargel zu kochen. Das werden wir in Salzwasser natürlich. Und den grünen Spargel muss nicht geschält werden, aber immerhin den dickere Teil muss abgeschnitten werden. Es ist etwas holzig. Der Spargel wird ungefähr 12 Minuten in Salzwasser kochen und in der Zwischenzeit muss man auch die Bechamel gemacht werden. Ich verlinke euch das Video, wie man das macht. Ich habe sie schon fertig, ich werde sie heute nicht nochmal machen. Und wenn alles zusammen gekocht ist, werden wir unsere Crespelle, unsere Crepe, aufbacken. Wenn die Bechamel fertig ist und der Spargel gekocht ist, ist bestimmt auch die halbe Stunde vorbei, die wir brauchen für unser Teig. Und es ist jetzt Zeit, unsere Crespelle zu backen. Lifehack, um das wirklich richtig anzufetten, nicht zu viel, nicht zu wenig, ein Stück Butter in Haushaltspapier tun und dann, wenn Mr. Kameramann das zeigen will, auf die heiße Pfanne einfach schmieren. Wie ihr seht, es ist eine kleine Schicht. Und dann jedes Mal nach jede neue Crepe einfach wieder einschmieren. Es geht super schnell und es ist nicht zu viel Fett danach. Wenn der Teig oben fest ist und ihr auf der Seite sie schon anhebt, ist es Zeit, sie zu drehen
und dann noch ungefähr 10 bis 15 Sekunden auf die andere Seite braun werden lassen. Nach dieser meditativen Arbeit, langweilig oder meditativ, haben wir jetzt alles fertig. Béchamel ist fertig, Spargel sind gekocht, die Crispelle sind gebacken. Es ist Zeit, das Ganze zusammen zu tun. Der Backofen ist schon auf 180 Grad an, Ober-Unterhitze, und der Gitter ist relativ hoch, denn wir überbacken. Und erstmal nehmen wir die Backform und tun wir ein bisschen Béchamel unten. Nur ein bisschen, damit es cremiger und saftiger das Ganze wird. Und dann nehmen wir die Crispellen. Wir tun etwas Béchamel auf eine Hälfte, zwei, drei Spargel, abhängig von der Größe, der ist jetzt dünn, so in der Mitte, und wir rollen es und tun auf unsere Backform. And repeat. Letzter Feinschliff, damit das Ganze ein bisschen geiler wird, ist ganz einfach Parmesan draufreiben, um ein bisschen Geschmack zu geben und eine schöne kleine Kruste zu haben. Das Ganze kommt jetzt 10 Minuten in den Backofen ungefähr, bis die Kruste ein bisschen knusprig geworden ist, und dann ist unsere schöne Vorspeise schon fertig. Die Crispelle sind übrig geblieben, es gibt ein paar. Ich werde einen Kuchen experimentieren in den nächsten Tagen, und wenn es gut geworden ist, machen wir ein Video davon. Jetzt probieren wir erstmal diese hier. Schilati. Am Ende musste ich doch ein bisschen noch den Grill benutzen, damit es etwas knuspriger wird. Da sind die Crepes, die noch übrig geblieben sind. Wie gesagt, ich werde versuchen, noch eine Torte zu machen. Also nicht vergessen, abonnieren, liken, Glocken aktivieren, um auch ein weiteres Rezept mit Crepe zu haben. Und jetzt, wie immer, ich versuche es zu essen, ohne mich zu verbrennen. Wird schwierig, das ohne sich zu verbrennen. Ein kleines Stück. Es ist natürlich sehr delikat als Geschmack, denn die Béchamel ist ein weicher Geschmack. Man schmeckt den Spargel, dann hat ein bisschen das Crunchiness von dem Käse. Es ist eine ideale Vorspeise, wenn man Lust hat, sich ein bisschen mehr Arbeit zu machen, oder wenn man doppelt so viel macht. Ist super auch für ein Abendessen. This being said, bis zum nächsten Mal.